Also essen gehen mit der Familie ist ja immer wieder ein Erlebnis. Wir haben das gemacht mit einer Familie aus dem Ruhrgebiet, die sich im Umland von Brandenburg getroffen hat. Mit dabei waren die Tochter Elke, die Servicekraft Ute und Mutter Charlotte. Die Familie befindet sich vor dem Restaurant. Wie, hier sollen wir reingehen? Nur wenn du essen möchtest. Grasen ist auf der anderen Seite des Grundstücks. Und das soll ein nobles Restaurant sein, obwohl die noch nicht mal einen Aufzug haben? Dafür machen wir einen Ausflug. Die haben ja schon Rückstau am Eingang. Ich finde, das spricht für die Beliebtheit des Hauses. Beliebtheit? Das kannst du doch gar nicht wissen. Vielleicht haben die hier nichts anderes in der Gegend. Die Familie geht ins Restaurant. Guten Tag, haben Sie reserviert? Ja, aber natürlich. Wir wollen ja beim Essen sitzen. Oder ist das hier ein Schnellimbiss? Neben der Küche wäre ja günstig, ne? Dann sind die Wege nicht so weit. Da haben wir leider keinen Platz mehr frei. Aber an einer anderen Stelle, da habe ich noch was für Sie. Darf ich vorgehen? Das Haus ist voll. Wir platzen fast aus den Nähten. Wir gelangen vom Tresen aus zunächst auf eine andere Ebene, lernen den Wintergarten kennen und bewegen uns dann über eine Treppe in die erste Etage, vorbei am Kamin in den nächsten Raum. Es folgt eine Treppe zum Lesezimmer, vorbei an Ohrensesseln. Neben einem Klavier ist ein Tisch mit dem Schild reserviert. Unser Tisch. Sie wissen aber schon, dass wir hier essen wollen? Deswegen zeige ich Ihnen doch den für Sie vorgesehenen und reservierten eingedeckten Tisch. Wir wollen aber keine Musik dabei. Nein, brauchen Sie auch nicht. Hier dürfen Gäste mit und ohne Musikinteresse Platz nehmen und ihr Essen einnehmen. Und den Weg zurück in die Freiheit sollen wir alleine finden? Für alle, die die Treppe nicht mehr nehmen wollen, haben wir am Ende des Ganges einen direkten Zugang in den Vorgarten. Wenn Sie die Rutsche benutzen, dann kommen Sie neben dem Parkplatz raus. Vorher dürfen Sie bestellen. Wenn Sie sich nach dem Essen verirren, werde ich Sie unterwegs auflesen und sicher wieder zum Ausgang geleiten, bevor Sie falsch abbiegen und in der Spülküche oder im Kühlhaus landen. Ein bisschen Bewegung nach dem Essen kann ja nicht schaden. Aber mir hat der Anstieg mit Rollator und das ständige Steckenbleiben auf der Strecke gereicht. Was ist das denn für ein Haus? Nur was für Marathonläufer unter 30. Und das soll hier schön sein. Ist doch mal was anderes als immer diese Funktionshallen für Familien mit Kinderhochsitz und Spielecke. Anders ja. Wir sind ja ohne Kleinkinder unterwegs. Barrierefrei kann man in der heutigen Zeit doch wohl verlangen. Aber das kennen die hier wohl nicht. Dafür ist das ein verwunschenes Hexenhaus. Mit Fusionsküche. Wie? Die fusionieren? Noch während unseres Aufenthalts? Mit wem tun sie sich denn zusammen? Die sollen mal besser die Räumlichkeiten fusionieren. Dann braucht man nicht immer vom Keller bis unters Dach die Utensilien schleppen. Ist doch nichts fürs Personal. Eine Zumutung. Teller, Tassen, Terrinen, ne? Nebst Besteck und Tischwäsche. Alles muss man über die verwunschenen Treppen wuchten. Ne? Nee. Da sollte der Koch auf Tellergerichte umstellen. Und die selber durchs Haus tragen. Dann weiß er, was Service bedeutet. Außerdem ist Bewegung gut für die Gelenke. Die Menükarten werden verteilt und studiert. Die haben ja gar keinen Schnitzel auf der Karte. Für mich ist nichts dabei. Dann können wir ja wieder gehen. Daher habe ich im Internet ein veganes Gericht entdeckt. Dampfende, wohlriechende Speisen werden an die Nebentische gebracht. Das sieht doch gut aus und appetitlich auch. Ist aber ohne Schnitzel. Da war doch Kartoffelpüree auf dem Teller. Fleisch esse ich sowieso nicht. Kartoffeln esse ich ganz gern, wenn sie ohne Rosmarin sind. Auch Sellerie und Süßkartoffeln kann ich verzichten. Kein Schnickschnack. Einfach ganz normales, leckeres Essen reicht völlig. Wenn die nicht normal kochen können, dann hätte man vor dem Lokal ein Warnschild aufstellen müssen. An welcher Stelle muss das Schild denn angebracht werden? Am Eingang natürlich. Und dann ist da zu lesen, wir kochen für alle. Außer für Zugereiste, Urlauber und notorisch unzufriedene Menschen. Und natürlich sowieso für die, die lieber zu Hause essen und im Pott wohnen. Das sieht man doch gar nicht, dass wir von dort kommen. Weil Sie nicht sehen, werden Sie schon noch von dir erfahren. Das wirst du doch nicht für dich behalten. Wie kommst du denn darauf?
Darf ich Ihnen schon mal was zu trinken bringen? Die Speisen nehme ich dann danach auf, wenn Sie Ihre Wahl getroffen haben. Was haben Sie denn zu trinken? Wein, Bier, alkoholfreie Getränke. Wie sollen wir dazu was sagen, wenn wir noch nicht wissen, was wir essen? Was darf ich aufnehmen? Schnitzel. Haben Sie Wiener Schnitzel? Ja, steht zwar nicht auf der Karte, aber können wir machen. Von welchem Tier ist denn Ihr Schnitzel? Vom Kalb. Nein, vom Kalb möchte ich nicht. Haben Sie das auch vom Schwein? Dann ist es aber kein Wiener Schnitzel. Ja, wir haben auch Schwein. Da bin ich aber froh. Das Auge ist nämlich mit. Sei froh, dass das Tier keine Augen mehr hat. Haben Sie auch Grünkohl mit Einlage? Nicht auf der Karte, aber das können wir machen. Wenn Sie dann noch etwas Senf hinzugeben und eine kleine Prise Zucker, dann wäre ich restlos begeistert. So hat das meine Mutter immer gemacht. Und wenn dann der Grünkohl ordentlich durchgekocht ist und nur noch eine Spur al dente, dann würde ich am Grab meiner Mutter von Ihnen schwärmen. Als Vorspeise möchte ich Mozzarella mit Tomaten. Das ist aber nicht vegan. Von welchem Tier ist denn der Mozzarella? Wir haben Büffelmozzarella. Willst du noch wissen, ob das Basilikum Treibhausware ist, wild gezüchtet wurde, auf dem eigenen Grundstück oder vom Großmarkt mit Herkunftsnachweis? Aber Basilikum ist doch dabei. Aber selbstverständlich. Ich esse ja auch gern rheinischen Sauerbraten. Obwohl, ich weiß gar nicht, ob Sie das hier kennen. Wir kommen nämlich aus dem westlichen Ruhrgebiet. Das grenzt direkt an Westfalen an. Dort geht es auch nicht allen Menschen gut. Aber Oma hat früher immer zumindest sonntags Sauerbraten gemacht. Und wir haben das für unser Leben gern gegessen. Dann musst du das doch nicht ausgerechnet heute essen. Ich wollte es ja nur mal gesagt haben. Essen Sie es doch einfach, wenn Sie wieder im Sauerland sind. Wir haben hier Havelspezialitäten. Die kann ich Ihnen bestens empfehlen. Ist da auch Fisch dabei? Ja, wir haben Räucheraal, Stremellachs, Saibling, Heilbutt, Lachsforelle. Fisch mag ich ja überhaupt nicht. Ich kann mich ja für Hering nach Hausfrauenart mit Pellkartoffeln begeistern. Wir haben Aal mit Salat und Bratkartoffeln. Das war Papas Lieblingsgericht. Aber anstatt der Bratkartoffeln, Pellkartoffeln und Hering statt Aal. Machen Sie das hier eigentlich alles selber? Ich wiederhole noch einmal Ihre Bestellung. Ist nicht nötig. Ne? Das hat jetzt schon lange genug gedauert. Wissen Sie eigentlich, dass ich unangenehm werde, wenn ich hungrig bin? Für die Getränkebestellung schicke ich Ihnen den Ober, der nimmt dann Ihre Wünsche auf und ich sage der Küche schon mal, was Sie essen möchten. Die Servicekraft geht. Früher hat das alles eine Person gemacht. Wisst ihr was, ich freue mich jetzt schon auf die Rutsche. Als erstes schicke ich da meinen Rollator durch und danach mich. Dann könnt ihr meine Fusion mit dem Berliner Umland erleben. Vielen Dank.